Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich sitze hier mit meinem Hund Leo, schaut am Ufer der Ruhr, genieße den neuen Tag. Ihr seht, die Sonne blendet mich total. Ja, aber ich habe einfach die Natur gebraucht. Ich ziehe mir jetzt mal meine Brille an, damit ich überhaupt ein bisschen gucken kann. Weil es ist herrliches Wetter hier. Ich genieße das einfach. Ich hatte gestern einen total anstrengenden Tag. Ja, und das gilt es so ein bisschen abzubauen. Einfach relaxen, die Seele hängen lassen, baumeln lassen hier in der Natur. Hinter mir ist zwar wieder Müll und Unrat, was die Jugendlichen hinterlassen haben. Aber trotzdem ist das hier ein ganz idyllischer Ort für mich, wo ich mich sehr wohl fühle. Ich drehe mal langsam mein Handy, dass ihr mal schauen könnt. Ja, das genieße ich einfach. Einfach da sitzen und einfach nur sein. Und die Gedanken strömen lassen, so wie die Ruhr hier ihr Wasser trägt, wie sie einfach fließt. Ja. Wenn ihr mal anstrengende Zeiten hattet, versucht das auch mal. Es wird euch gut tun, da bin ich von überzeugt. Ja. Ich wünsche euch für alles, was so in euer Leben kommt, ganz viel Kraft, Zuversicht und Mut. Lasst nie die Angst zu, die sich immer wieder breit machen will. Ich kenne es von mir selber. Einfach, ja wirklich einfach über seinen eigenen Schatten springen. Und ich wünsche euch Menschen an eurer Seite, die euch in solchen Momenten begleiten, die einfach da sind, ja, mit ihrem Sein, mit ihrer Liebe, mit ihren Worten und ja, sie sind ein Geschenk, so möchte ich das nennen. Und ich bin dankbar, dass ich solche Geschenke haben darf. Dass ich solche Menschen an meiner Seite habe. Ja, das wünsche ich euch auch. Und wenn ihr rausgeht in die Natur, atmet einfach. Atmet die Freiheit. Schaut hin, was die Natur euch zeigt. Sie zeigt, ich bin einfach, ganz gleich, was auch kommt. Ich lebe, ich wachse. Ja, ich bin davon überzeugt, dass die Natur ganz, ganz viele große Botschaften für uns Menschen bereithält. Wir sollten nur hinschauen. Und hören, fühlen. Wann habt ihr das letzte Mal ein Gras angefasst? Oder mal gefühlt, wie zart Blütenblätter sind? Ja, mit den Füßen im Sand gewesen. Macht es mal. Es wird euch mit Sicherheit Freude machen. Da bin ich von überzeugt. Ich wünsche euch jetzt gutes Gelingen für den ganzen Tag und lasse euch Herzensgrüße hier. Mein Hund Leo schaut. Leo. Die Ruhr. Die Natur.
Wir alle grüßen euch. Bis bald. Tschüss, eure Lebana.